Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. In der letzten Folge haben wir die Fertigkeiten des Stehlens gelernt und wir haben einen weiteren Aussichtspunkt in San Marco erklommen, den ein oder anderen Schatz geplündert und uns ein paar nette Lederteile für unsere schmucke Rüstung gekauft, die uns ein zusätzliches Gesundheitsquadratchen, sag ich mal, hinzugegeben haben. Und jetzt ist es an der Zeit... für was eigentlich? Ich weiß es selber noch gar nicht so genau. Ich würde ja fast schon behaupten, die beiden Schätze noch und den Aussichtspunkt. Ich glaube, das klingt doch ganz vernünftig, oder? Was sagt ihr dazu? Weil jetzt gleich wieder eine Story-Mission, ich weiß nicht, es muss auch mal Folgen geben, sag ich mal, wo wir halt wenig machen. Und die Typen haben uns gerade böse im Visier gehabt, habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Kann das sein? Wir springen mal schnell in dieses Teil hier rein. Tauchen mal kurz unter. Und gehen dann hinten rum. Ich glaube, das wird das Gescheiteste sein. Bevor die uns wieder kaschen, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja, das interessiert doch keinen Menschen, Junge. Dein Wirtschaftsgeschwafel. Wer will das denn hören? So, dann gehen wir hier mal hoch. Dann ist rechts von uns der Aussichtspunkt irgendwo. Und zwar dort oben. Hier sind zwei Schätze relativ nah aufeinander. Cool. Jungens, habt ihr gesehen, wo die Schätze sind? Was? Heidoken? Hast du gerade Heidoken gesagt? Nein! Fuck! Ma, das gibt's doch nicht. Soll ich denn da hochkommen? Geh doch von... Ach, da drüben. Du bist so blöd, Junge. Hier unten ist einer und oben. Geil. Oh, ich muss gedrückt halten. Stimmt. Flamm! Hier ist einer und da oben. Habt ihr dann gesehen? Da kommen wir hier unten gar nicht lang. Also gehen wir hier an der Seite hoch. Zack. Perfekt, perfekt, perfekt. Wer könnte sich vor solch einem Mann... Superb, würde der Franzose sagen. Gut, haben wir gleich mal wieder 1000 Florin. Das ist ja wunderbar. Hui! Und dann schwingen wir uns noch schnell nach da oben. Ospedale degli Innocenti. Das ist wieder so ein komisches Teil. Mit den Augen, aber das, ich weiß nicht, ich muss mich da noch informieren. Das ist immer noch die gleiche Aufnahmesession. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Mit diesem, finde das richtige Dinge und mach das hier und sei cool und sei tot. Gute Nacht, mein junger Padawan. Wie gesagt, ich habe mich doch noch nicht weiter informiert. Und eure Tipps auch noch gar nicht gelesen. Das werden wir dann wohl in der nächsten Aufnahmesession in Angriff nehmen. Und dann probieren wir das auf jeden Fall nochmal aus. Denn, ich habe es ja in einer der Folgen schon gesagt, wir probieren grundsätzlich alles. Schön. Und jetzt der schöne Todessprung. Flamm. So, hier findet gerade irgendwie ein Gesundheitsforum statt. Hallöchen. Ja, wir können leider nicht zuhören, über was die sich unterhalten. Ist aber auch nicht so schlimm. Ach, da ist ein Doktor. Moment. Hoffe, ich hatte den richtigen Doktortitel. Da sind aber auch die Wachen. Ach Mann, ey, die scheiß Wachen, die regen mich auf. Verlieren wir den Status eigentlich irgendwann nochmal? Wäre auch mal nice to know. Weil irgendwie ist das ein bisschen fail, dass wir uns ja echt hier so gar nicht bewegen können. Das ist schon ein bisschen nervig eigentlich. Gut, ein Assassine hat natürlich auch nichts auf der Straße, sag ich mal, zu tun. Ich denke mal, das möchte man damit auch, ja, wie sagt man? Ich denke mal, das möchte Ubisoft damit auch, erreichen, dass ihr quasi nicht hier unten auf der Straße rumdackelt. So, jetzt heilen wir uns erstmal schnell für 50 Florin und wir schnappen uns ein bisschen Medizin. Yo. Wonderful. Ein bisschen Erholung und alles sollte wieder gut sein, Freund. Natürlich, Langnase, natürlich. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Das ist die Frage. Wir haben hier einen Schatz übersehen. Das ist unverzeihlich. Ich würde sagen, wir holen uns die beiden Schätze da oben, dackeln noch zu diesem Aussichtspunkt und dann sehen wir weiter. Weiß ich noch nicht, was dann passiert. Wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie nach oben. Ist das das Ärztehaus oder was ist das? Was ist das für ein Logo da? Ja, das ist irgendwie so ein ach, keine Ahnung, das sieht aus wie eine Meerjungfrau. Aber das wird es wahrscheinlich nicht sein. Okay, da kommen wir nicht hoch. Sehr schön, hat ja klasse geklappt. Wie kommen wir da nach oben jetzt? Scheiße.
Vielleicht von der anderen Hausseite. Das wird wahrscheinlich gehen, das geht ja immer. From Coast to Coast heißt dann hier halt eben vom Dach zu Dach. Aber da unten ist noch ein Schätzchen. Und eine Wache, die ist bewacht. Oder die ihn bewacht, besser gesagt. Okay, wie gehen wir vor? Wie gehen wir vor? Ach, die guckt nach vorne. Na gut, dann ist natürlich klar, wie wir vorgehen, ne? Hier runter. Wollen wir den killen? Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber wir killen ihn, glaube ich. Komm. Da! Wo? So, wir holen schnell den Schatz. Go, 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 bevor die Leiche gesehen wird. 300! Hammer. Na, habt Angst vor mir. Könnt ihr auch haben. Okay. Jetzt haben wir wieder über 1000 Florin. Da ist meine Seele auch gleich schon wieder beruhigt. Meine Dollarsehne. Sehne? Dollarsehne meine ich natürlich. Alter, ich hab's heute echt nicht mit dem Quatschen. Das ist schlimm in letzter Zeit. Ist aber auch ganz gut so. Denn, also es ist nicht gut so, aber ich werde krank, glaube ich. Also ich kriege, glaube ich, eine dicke Erkältung. Und von daher sollte man mir das nachsehen. Ich weiß es aber noch nicht. Ich glaube, die Erkältung hat sich selbst auch noch nicht entschieden, was sie denn werden will. Ob es eine ausgewachsene Erkältung werden will oder einfach nur ein bisschen schnupfen. Bin ich auch mal sehr gespannt, was daraus wird. So, hier waren doch auch noch ein paar Schätze irgendwo versteckt. Sind wir da jetzt schon wieder dran vorbeigelatscht? Natürlich. Wie ein Professor laufen wir ja an den Schätzen vorbei. Und die eine, das eine Ding befindet sich sogar auf unserer Höhe hier irgendwo. Und zwar genau hier unter uns. Gleich mal hier runter. Und dann ist es da. Okay. Hier runter, geht das? Jo, super. Dann hat perfekt geklappt, ich freue mich. Plündern. Plündern, plündern, plündern. Lalalalala. Okay. Und oben befindet sich auch noch ein Schatz. Ich sehe nix. Edle Preise für edle Waren. Halt die Schnauze. Für einen Kaiser. Und Preise auch. So, gucken wir mal gerade, ob wir den anderen Schatz vielleicht auch noch kriegen. Wenn nicht, ist jetzt auch nicht die Welt. Aber der findet sich bestimmt da unten on the show floor. Und hier sind doch bestimmt wieder irgendwo Wachen, die uns böse wollen, oder? Nee, doch nicht. Naja gut, dann immer her damit, ne? Oh, nur 150 diesmal, aber naja gut, man kann ja nicht alles haben, ne? Frage ist jetzt nur, wie kommen wir hier wieder nach oben? Können wir an so einem dünnen Pfeilerchen hier hoch... Was frage ich da eigentlich noch? Klar! Hallo, wir spielen Altair, der kann sowas. Hammer. Was der alles kann. Das ist ein richtiger King. All hail King Ezio. King Auditore. Hui. Was? Was geht mit dir durch? Gut, der Aussichtspunkt ist gleich da vorne und hier ist aber irgendwo eine Wache da hinten. Okay. Idiot. Was wolltest du noch gleich sagen? Ach, du wolltest sterben. Alles klar. Wie kommen wir denn jetzt da drüben hin? Das ist jetzt auch schon wieder so eine Frage. Die Tore sind wahrscheinlich geschlossen. Die Tore sind nicht geschlossen? Wir kommen hier einfach so... Hui! Einfach so raus? Oder was ist das jetzt hier? Ach, sieh mal einer an. Wir könnten theoretisch gesehen einfach so gehen. Geil, das machen wir natürlich nicht. Weil wir sind ja hier noch gar nicht fertig. Und müssen ja eigentlich hier hoch. Wo renne ich denn schon wieder hin? Hopp, hopp, hopp. Und hier hopp. Hier rüber gibt es hier einen Schatz. Nö, gut, dann gehen wir gleich weiter. Und hier ist auch schon der nächste Aussichtsturm. Sehr schön. Ist echt krass, wie Ezio da nach oben tingelt. Alter, ihr hättet irgendwie jetzt zwischendurch immer nochmal gestoppt. Aber Ezio macht das einfach in einem Zug, wie wenn er eine Spinne wäre. Checkpoint erreicht und wir haben einen weiteren Aussichtspunkt. 11 von 66, um genauer zu sein, jetzt schon erklommen und synchronisiert. Und hier offenbaren sich uns neue Missionen.
Beziehungsweise neue Punkte hier überall. Aber Missionen so richtig mit Nebenmissionen und so gibt es eigentlich noch gar nicht, ne? Schade. Codex-Seite haben wir hier noch. Was hat das mit den Codex-Seiten auf sich? Das ist gleich hier in der Nähe. Ich möchte jetzt mal so eine Codex-Seite finden und wissen, was es damit auf sich hat. Einfach nur, um zu wissen, ob es was Wichtiges ist. Also was, was wir häufiger suchen oder einsammeln sollten. Ob es was zur Story beiträgt und sowas. Ich weiß das ja alles nicht. Ich habe das Spiel nur bis jetzt noch nicht so wirklich richtig gespielt. Außer halt jetzt im Let's Play. Und das ist halt dann, wie gesagt, ein Blind Let's Play. Und da drüben ist ein Schatz. Und ich lasse mich wieder ablenken. Aber den Schatz, den hätte ich ganz gerne, weil der ganz, glaube ich, recht einfach ist. Der ist nämlich hier drüben. Verdammt. Ah, hat aber geklappt. Cool. Da ist er nämlich. Sehr geil. Yeah, 150 Florin. Einfach mal so, Freihaus. Nur um, weil wir halt jetzt vom Dach runtergehüpft sind. Aber das ist ja nicht so schlimm. So. Über die Stadtmauer hinweg, auch wenn es total episch ist. Wir hätten eigentlich nur über den Boden latschen müssen. Und jetzt, ich wollte nach der Codex-Seite gucken. Genau, wo war die denn noch gleich? Da hinten. Gucken wir erstmal auf den Boden, ob es auf dem Boden liegt. Bei der letzten Codex-Seite, die wir gesucht haben, hatten wir ja auf dem Dach geguckt. Und da haben wir nichts gefunden. Jetzt schauen wir zunächst einmal auf den Boden und gehen dann nochmal hoch. Was verkauft der? Der verkauft Gemälde, aber er hat nichts auf Lager. Schatzkarte von San Marco und San Giovanni. Aber San Marco haben wir ja schon. San Giovanni brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Wir etwas, das euch gefällt, Herr. Bei San Giovanni ist, glaube ich, da, wo wir gewohnt haben. Ne? Also wo das Elternhaus von Ezio ist. Ich glaube, das ist... Oder? Ja, ich glaube schon, San Giovanni ist das, glaube ich, ne? Lass mich doch mal bitte durch hier. Das wäre sehr nett von dir. Bedanke mich. Du wirst schon noch sehen, mein Freund. Du kriegst deine gerechte Strafe noch. So, hier ist oben ist eine Wache, glaube ich. Kann das sein? Oder auch nicht. Aber die Codex-Seite ist auch nicht hier oben. Und jetzt ist sie nämlich wieder grau unterlegt. Was ist das denn mit den Codex-Seiten? Ich check das nicht. Ihr schlagt wahrscheinlich gerade die Hände über dem Kopf zusammen und denkt euch, nein, du bist so dumm. In Hessen sagt man so dumm wie ein Schopperotz. Ein Schopperotz ist in dem Fall der, die Bierkrone quasi, also das Schaumstüppchen vom Bier ist in dem Fall ein Schopperotz. Noch ein Fremder. Oh oh, ich war's nicht. Tschüss. Boah, das war knapp. Das war knapp. Hammer. Wollten die denn jetzt von uns? Die miesen Penner. Gut, dann würde ich einfach mal behaupten, wir holen uns jetzt noch den Schatz da hinten in der Ecke, weil wir die Ecke wahrscheinlich eh nie wieder müssen. Aber warum sind hier so viele Schnellreisepunkte? Die muss man doch auch irgendwann mal nutzen können. Oder kann man die erst nutzen, wenn man... Wow! Hammer! Hollywood-Effekte hier. Oder kann man die erst nutzen, wenn man in den verschiedenen Städten dann hin und her reisen muss? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja, wir werden es sicherlich noch herausfinden. Davon gehe ich aus. Huch, was war das denn? Kurios. So, wir schnappen uns den Schatz. Flups. Hula. Dann haben wir da 1900 Florin. Das ist sehr schön. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, wir rennen mal in Richtung nächste Mission, glaube ich, oder? Die ist ja gleich da hinten. Ist ja um die Ecke, ne? Ist der von Sinnen? Ich heiße nicht Heller von Sinnen, nein. Und ich bin auch nicht mit Heller von Sinnen verwandt. Also das braucht ihr euch gar nicht hier einbilden. Mit der dicken Frau habe ich nichts zu tun. Wenn ich vielleicht so aussehe. Bevor die Frage aufkommt, nein, Hugo Egon Balther ist auch nicht mit mir verwandt. Oder verschwägert. Wow! Okay, ich bin mal sehr gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Wir hatten jetzt Leonardo die Waffen gebracht, haben die reparieren lassen. Die Kurtisanen haben uns beigebracht, wie man in der Welt untertaucht. Normalerweise müsste das Attentat auf Alberti so langsam dann auch beginnen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Und da drüben ist noch ein Schatz. Ach ja, na sieh mal einer an. Doch, da drüben werden wir niemals hinspringen können, glaube ich. Aber, nee, da werden wir nicht hinhüpfen können. Das wird nichts, aber wir können ja einfach hinspringen und wegrennen jetzt, weil die Feinde uns gleich haben. Leckt mich! Ich habe nichts! So, gehen wir halt hier hoch. So, dann hier hin.
Und dann gehen wir uns halt so den Schatz holen. Auch kein Problem mit. Diese scheiß Wachen, das regt schon ein bisschen auf, dass die einen gleich hier spotten. Diese Mistviecher dort unten. Naja, wir holen uns die Mistkerle irgendwann. Aber nicht mehr in dieser Folge. Denn diese Folge ist jetzt vorbei. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed 2. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss. Und haut rein!